Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Sportlieb in Regensberg. Mein Name ist Shirin und wir werden heute nochmal mit unserem Step arbeiten. Ihr dürftet mich vom vorigen Video kennen, Step Basic. Und solltest du mit Step noch nichts zu tun gehabt haben, dann schau dir bitte zuerst das Basic-Video an. Wir gehen da die Basic-Schritte gemeinsam durch. Und ansonsten sind wir heute bei unserem Einsteigerkurs. Und ich hoffe, dass ihr genauso motiviert seid wie ich. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt schon mit unserem Warm-up. Zuallererst, erstmal zum Auflockern, wir tappen im Wechsel auf unserem Step. Mit unserem rechten Fuß und unserem linken. Die Arme könnt ihr so ein klein wenig neben euch her schlenkern lassen. Natürlich trotzdem mit Spannung. So steigt euer Pulsschwung. Und auch mal gerne in die Ecke. In die Diagonale natürlich. Und damit natürlich wir auch direkt schon mit unserem Warm-up richtig beginnen können, gehen wir jetzt auch auf den Step. Achtung, ich zeige es dir erst vor. Und zwar, wir gehen nach oben mit einem Fuß und der andere tappt auf. Das Wichtigste, was du beim Step beachten solltest, dass du immer zuerst mit der Ferse auf den Step gehst. Fuß langsam abrollst. Und somit bist du auch mit dem ganzen Fuß auf dem Step. Solltest du nicht mit dem ganzen Fuß auf den Step treten, könnten schwerwiegende Verletzungen passieren. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Ansonsten, wir halten den Oberkörper aufrecht. Wir klappen mit den Schultern nicht nach innen. Und den Körper aufrecht halten. Schulterblätter kommen sich hinten ein Stückchen näher. Ihr peppet in dieser Übung. Das erste, wir gehen basic mit rechts nach oben. Auf und ab. Ihr kennt den Basic vom vorigen Video. Super. Auch hier. Rein. Wir öffnen die Beine in unserem Faust-Step. Öffnen. Genau. Faust-Step, schön die Ecken füllen und auch hier wieder darauf achten, mit dem ganzen Fuß auf den Step. Ein weiterer wichtiger Aspekt für natürlich eine saubere Ausführung, achte darauf, dass ihr nicht zu nah am Step steht und nicht zu weit weg. Das bedeutet circa eine Fußbreite von eurem, beziehungsweise eine Fußlänge von eurem Step wegstehen. Genau. Diese Schritte dürftet ihr natürlich auch noch vom letzten Video kennen. Achtung, ihr bleibt nochmal in dieser Übung. Wir wechseln zu Knie Single. Steigt mit ein. Das Knie nach oben ziehen. Natürlich jetzt heute bei unserem Einsteigervideo werden wir eine kleine Choreografie zusammenstellen. Auch hier eine feste Körperspannung. Sowohl im Bauch als auch im gesamten Körper. Und achtet nochmal darauf, mit der Ferse und natürlich mit der Entfernung von euch und eurem Step. Aus dem Ganzen machen wir jetzt drei Stück, ich zeig's vor. Eins, zwei, drei und tief. Eins, zwei, drei und tief. Repeater, drei Knie. Nochmal. So. In dieser Übung bleiben wir noch ein wenig.
Den Oberkörper neigen wir hier leicht nach vorne. Und versucht natürlich im Takt der Musik mitzuhalten. Während wir noch nicht in der Choreografie sind, könnt ihr so langsam probieren, die Arme mitzunehmen, indem ihr sie hier ranzieht, sobald das Knie nach oben geht. Genau. Übrigens werden wir heute noch einen weiteren Schritt hinzufügen, den ihr noch nicht kennt. Aber keine Sorge, wir gehen es gemeinsam durch. Ihr schafft es. Noch zwei auf jeder Seite. Nochmal. Und der letzte. Wir gehen in den Basic. Achtung, mit rechts. Super. Aus diesem Basic gehen wir nochmal einen V. Noch zwei Stück. Repeater 3. Faustep. Ihr seht, wir haben einen automatischen Fußwechsel drin. Zweimal V. Und dreimal Knie. Genau. Ihr seht, die Atmung wird schneller. Nochmal, rechts hoch und in die linke Ecke. Eins, zwei, drei und hoch. Dreimal Knie in die linke Ecke, rechte Ecke. Genau. Super. Und nochmal in die rechte Ecke. Rechter Fuß nach oben. Ihr seht, noch wird's einfach. Wir bauen gleich noch was dazu, aber auch das wird einfach. Achtung, ihr bleibt jetzt gleich in dieser Übung. Ich führe die noch zu Ende. Und einmal Knie. Bitte in der Übung bleiben. Ja, Basic. Und nochmal zweimal V. Dreimal Knie. Und wir gehen jetzt gemeinsam. Viermal Basic. Drei, zwei und eine. Zweimal V. Dreimal Knie. Ihr seht, wir haben immer noch einen Fußwechsel mit rechts. Zwei. Faustet. Zwei Stück. Und dreimal Knie. Basic. Genau. Noch zwei Stück. Zweimal V. Dreimal Knie. Viermal Basic. Zweimal V. Dreimal Knie. Und mit links. Zweimal V. Super. Und dreimal Knie. Und mit rechts. Und zweimal V. Beine öffnen. Und dreimal Knie. Die Übung wird wieder ein Stückchen erweitert, beziehungsweise Basic wird ersetzt. Aber erst zusehen und dann nachmachen. Achtung! Mambo. Start Basic. Viermal. Zweimal V.
und dreimal Knie. Achtung Mambo, steig mit ein. Ein Schritt auf den Step und hinter das andere Bein. Hau. Dreimal Knie. Mambo. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zweimal Mambo. Hau. Dreimal Knie. Mambo. Links. Genau. Das war der neue Schritt, von dem ich euch erzählt habe. Dreimal Knie. Oh, Mambo mit rechts. Genau. Noch zwei. Und zweimal V. Genau. Und Knie. Nochmal mit links. Die Arme einfach neben euch ein bisschen mitnehmen und Pause. Und dreimal Knie. Mambo mit rechts. Pause. Achtung. Und dreimal Knie. Mambo mit links. Super. Pause mit links. Und dreimal Knie. Einmal noch auf jeder Seite. Noch zwei. Zweimal V. Und dreimal Knie. Super. Und zweimal V. Dreimal Knie. Und Basic. Achtung. Super. Das war unsere Choreo. Wir lassen sie jetzt erstmal kurz auf uns sacken. Machen die nochmal. Achtung. Ich gebe euch den Takt an. Mambo mit rechts. 5, 4, 3, 2, 1. Genau. Zweimal V. Dreimal Knie. Mit links. Mambo. Zweimal V. Super. Und dreimal Knie. Und nochmal mit rechts. Und V. Dreimal Knie. Wer natürlich möchte, kann jetzt probieren, die Arme mitzunehmen. Wenn ihr aber merkt, dass ihr die besser weglassen wollt, dann lässt sie noch unten. Ich nehme sie jetzt so ganz zart mit. Einfach nur noch, um den Puls ein bisschen zu steigern. Und V. Genau. Super. Noch zwei. Und Pause. Und dreimal Knie. Und nochmal mit rechts. Super. Pause. Dreimal Knie. Mit links. Und Pause. Eins. Zwei. Knie. Einmal auf jeder Seite noch. Pause. Und Knie.
Und einmal noch mit links. Mambo. Zweimal V-Step. Dreimal Knie. Und Basic. Super. Wir fahren noch mal langsam runter und danach dehnen wir uns noch gemeinsam. Und machen das mal langsam. Auf dem Boden und Treppe. Kennen wir noch mit unserem Warm-up. Einfach nur Treppe. Gleichmäßig atmen. Spürt, wie der Puls langsam sinkt. Aber das Schlechteste, was wir jetzt machen könnten, wäre stehen bleiben. Das tun wir nicht. Wir bewegen uns weiter. So. Als nächstes, wir dehnen gemeinsam. Achtung, Beine ausschütteln. Erstmal. Super. So, wir schieben den Step ein Stückchen zur Seite. Beziehungsweise ich tue das, dann könnt ihr mich besser sehen. Natürlich könnt ihr gerne von hier arbeiten. Aber damit ihr natürlich seht, wie die Übung funktioniert, zeige ich es euch von der Seite. Als allererstes, wir stellen ein Bein auf unserem Step. Ihr seht, beide Beine sind noch gebeugt. Wir verlagern das Gewicht auf das hintere Bein. Das vordere strecken wir und ziehen währenddessen die Fußspitze auch noch heran. Wichtig ist, dass die Schultern nicht hängen. Wir richten sie auf. Und die Handflächen könnt ihr gerne nach hinten legen. Dann öffnet ihr euren Brustkorb. Und mit der Brust zieht ihr euch Richtung Fußspitze. Und ihr spürt hier in der Wade und in dem hinteren Oberschenkel ein leichtes Ziehen. Solltet ihr nicht spüren, macht einen Schritt auseinander. Sitzt euch tiefer. Genau. Und langsam nach oben richten. Und die Beine wechseln. Und tief sitzen. Und ihr solltet es hier hinten wieder ziehen. Gleichmäßig atmen und langsam lösen. Euer anderes Bein kommt nochmal auf den Step. Das hintere Bein macht jetzt ein Schrittchen nach hinten. Beide Fußspitzen zeigen in dieselbe Richtung. Das Gewicht verlagern wir nach vorne und die hintere Ferse tritt einmal fest in den Boden, sodass das Dachbein einmal fest durchgestreckt ist. Den Oberkörper leicht nach vorne neigen, sodass ihr mit dem hinteren Bein und eurem Oberkörper eine Diagonale bilden könnt. Und jetzt spürt ihr es hinten in der Wade. Brustkorb öffnen und langsam lösen. Und wir tauschen die Beine. Hinten fest die Ferse in den Boden drücken. Gesäß nach vorne schieben. Oberkörper leicht nach vorne neigen und Brustkorb öffnen. Und spürt ein leichtes Ziehen in der hinteren Wade. Gleichmäßig atmen. Und langsam lösen. Beine durchschütteln. Wir greifen uns ums rechte Fußgelenk mit der rechten Hand. Bitte ums Fußgelenk greifen. Euer Standbein ist leicht gebeugt und wir ziehen jetzt sozusagen von hinten das Bein nach oben, sodass die Oberschenkel parallel sind und wir hier vorne im Oberschenkel ein leichtes Ziehen spüren. Aufrichten, Brustkorb öffnen und immer noch gleichmäßig atmen. Und nochmal langsam lösen.
und die andere Seite. Vor allem trainieren wir ja klar mit dem Step irgendwie unsere Ausdauer, aber unsere Beinmuskulatur wird sehr beansprucht und langsam lösen. Super, das war's mit unserem Step-Einsteiger. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder und es hat euch gefallen. Bis dann, ciao!